Es war März diesen Jahres, da gingen auch hier im Laden von Joachim Saukel die Lichter aus. Der Lockdown, keine einfache Zeit für den Kemptner Einzelhändler. Herr Saukel, wie haben Sie Corona bewerkstelligt? Ja, nun nach dem ersten Lockdown, nach der ersten Schockstarre, haben wir damit begonnen, unseren Online-Shop wieder zu beleben und haben sehr viel mit unseren Kunden kommuniziert, über alle Kanäle, über alle Social-Media-Kanäle, über Videos und konnten dadurch unsere Kunden sehr gut bedienen. Wir sind jeden Tag rausgefahren, haben die Ware ausgeliefert persönlich und das hat sehr gut funktioniert und hat uns in dieser schwierigen Zeit doch ein kleines Stück weitergeholfen. Sie sind mit Ihrem Gewerbe Mieter der Sozialbau und wurden da auch sehr unterstützt. Was hat Sie besonders beeindruckt? Ja, zunächst mal war für uns wichtig, dass die Sozialbau uns entgegengekommen ist mit Mietstundungen. Und nach der Wiedereröffnung hatte die Sozialbau eine Aktion, Kaufe in Kempten. Das heißt, die hatten Gutscheine von uns eingekauft. Das hat uns zunächst mal geholfen, ein bisschen liquide Mittel reinzubringen und dann natürlich die Gutscheine verlost. Und dadurch sind die Kunden, hat es hier für Frequenz gesorgt, dass die Kunden zu uns gekommen sind. Ich bin jetzt bei einem weiteren Mieter der Sozialbau Kempten, nämlich bei dem Kemptner Gastronomen Claudio Parinello. Herr Parinello, wie haben Sie damals auf den Lockdown reagiert? Ja, am Anfang war es ein bisschen ein Schock, denke ich mal, für alle. Aber danach ist es eigenermaßen gegangen. Wir haben zwei, drei Firmen gehabt, wo uns unterstützt haben. Da bin ich sehr dankbar. Und wir sind gut rausgekommen. Sie sind jetzt mit Ihrem Restaurant ja Mieter der Sozialbau, wie eben schon erwähnt. Welche Unterstützung haben Sie von der Sozialbau erfahren? Ja, die Sozialbau hat uns gut unterstützt, das heißt mit ein bisschen Mieteminderung und auch sehr über die Gutscheine. Die haben Gutscheine gekauft und das war uns sehr dankbar. Wir beleben Kempten. Die Sozialbau. Heimat neu leben.